Zum Abschluss dieses Moduls jetzt noch ganz wichtig, bitte, bitte beachte folgende Dinge, die ich dir jetzt mit auf den Weg gebe. Recherchiere bitte nicht nach Gefühl, also nicht, dass du jetzt irgendwie versuchst, okay, wie ich es schon am Anfang des Moduls gesagt habe, du suchst irgendetwas aus AliExpress, was funktionieren könnte. Einfach weil du sagst, du interessierst dich jetzt für Uhren oder du interessierst dich für Babyzeugs oder du interessierst dich jetzt für Hunde, ja. Mach das nicht so, weil die Chance, dein Winning Product so zu finden, ist so gering. Und ich möchte ja, dass du erfolgreich nach diesem Coaching, nach diesem Kurs aussteigst, ja, und das würdest du aber in dem Fall zu einem sehr hohen Prozentsatz nicht schaffen, wenn du einfach nach Gefühl suchst. Deswegen denke bitte rational, ja. Was ich damit meine, versuche alles auszublenden, was dich nach Gefühl leitet und schau einfach, was dir eben zugespielt wird durch Facebook oder durch den Exchange Marketplace. Schau einfach einmal rein, wie gut etwas funktioniert. Oder du machst eine gründliche AliExpress Research, dass du siehst, was sind aktuell die bestverkauften Produkte, was wurde in der kurzen Zeit jetzt plötzlich zu einem guten Verkaufsschlager. Ja, das kannst du ja mit den Dropshipping Center in AliExpress alles herausfinden. Und damit kannst du dann deinen Mitbewerber ein bisschen analysieren und schauen, wer das alle verkauft und. Ja. Also bitte denke rational und versuche dich nicht nach den Gefühlen leiten zu lassen. Ja, und beim nächsten Punkt, entscheide dich bitte erst für den Verkauf eines Produktes, wenn wirklich alle gezeigten Analysen positiv ausfallen. Was ich damit meine, ist eben genau das, was ich vorher angesprochen habe. Es bringt nichts, wenn vielleicht das ein oder andere nur so mittelmäßig wäre. Und du dann vielleicht Probleme hast mit dem Start. Ganz ehrlich, ich bringe keine Shops mehr auf den Markt, wo ich mir nicht zu 100%ig sicher bin, damit ich hier Sales erziele. Zu 100% kannst du natürlich nie sicher sein. Aber ich mache meine Analyse und meine Recherche so gründlich, damit ich weiß, okay, dieses Produkt hat Potenzial auf den Markt und da werden einfach Sales geschehen. Ja? Also das ist wirklich wichtig, dass du dich daran hältst. Also weg von deinen Gefühlen, wirklich rational denken und das Produkt dann erst dich dafür entscheiden, das auf den Markt zu bringen, wenn alle Analysen und Recherchen natürlich positiv ausgefallen sind. Bitte halte dich daran, denn deine Erfolgschance steigt dadurch massiv an. Ja?